Willkommen auf Grimms Heimkino. Ich habe die letzten anderthalb Jahre ein E-Auto als Firmenwagen gehabt, den Skoda Enyaq. Und muss dazu sagen, in der 80 Kilowatt Akkuspeicher-Variante. Und muss dazu sagen, jetzt möchte ich euch doch einmal teilhaben lassen, denn nach 10 Jahren Außendienst habe ich für mich persönlich erkannt, dass es die Außendienstzeit für mich tatsächlich so ein Ende finden soll. Und ich werde zukünftig einen in Anführungszeichen normalen Beruf wieder nachgehen. Und in dem Zuge werde ich das Auto abgeben und werde natürlich euch heute einmal gerne teilhaben lassen, wie denn meine letzten 17 Monate mit dem Skoda Enyaq waren. Denn so ein E-Auto, man hört ja immer so verdammt viel und extrem viel. Gerade bei E-Autos kommt immer aus den extremen Ecken. Der eine, der Pech gehabt hat mit seinem Auto, und der andere, der Fanboy, der alles über den Klee lobt. Das ist halt irgendwie oft nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Und da dachte ich mir, naja, seit gut anderthalb Jahren fahre ich ja mit dem Skoda Enyaq durch die Gegend und muss dazu sagen, ist für mich ein Firmenwagen. Das heißt, ich habe keinen persönlichen Bezug zu diesem Auto. Ich bin neutral dem Auto gegenüber eingestellt, was das betrifft. Also ich muss es mir nicht in irgendeiner Form rechtfertigen, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Und werde euch heute auf so eine kleine Reise mitnehmen. Ich mache gleich so einen kleinen Part, so ganz allgemein das Auto. Ein groß ausufender Test vom Auto selber wird es natürlich nicht. Dafür gibt es andere Kanäle, die das irgendwo, so Autokanäle, die es mit 100 anderen Autos vergleichen können. Das ist dann durchaus aussagekräftig. Kräftiger sicherlich, und ich fokussiere mich einmal auf so ein paar Eckpunkte, die mir aufgefallen sind. Dann nehme ich euch mit auf einen klassischen Außendiensttag, zumindest auf die Fahrerei davon, dass ihr mal seht, wie der Enyaq sich in der Praxis schlägt, und dann ziehe ich am Ende des Tages natürlich ein kleines Fazit. Los geht's! Skoda Enyaq IV80, so heißt das Auto, welches ich fahren darf oder fahren durfte die letzten gut anderthalb Jahre. Und ich muss dazu sagen, was als allererstes mal auffällt, ist das Skoda. Ich habe es jetzt aber auch gehört, ist wohl generell ein Skoda-Problem. Ich muss dazu sagen, ist mein erster Skoda im Leben, den ich jetzt hatte. Und Skoda hat wohl im VW-Konzern, unabhängig von allen anderen, wohl irgendwie immer so ein bisschen mit Software-Problemen zu kämpfen. Das heißt beim Enyaq beispielsweise, dass ja alle Nase lang, so ich sag mal alle 4 Wochen über den Daumen, stürzt der Bordcomputer einmal ab. Das heißt, ihr habt so diesen tollen Bordcomputer, der dann sich mal eben verabschiedet und schwarz wird. Und ich muss dazu sagen, keine Panik kriegen, denn ich hole euch mal ab. Denn dieser Bordcomputer stürzt gerne ab, sporadisch. Das ist alles, was Entertainment ist, Informationen zum Fahrzeug, zum Laden, zum aktuellen Stromverbrauch, Navigation beispielsweise. Das ist dann für ein, ja, ich tippe mal so 2 Minuten über den Daumen, dauert das, bis er sich neu startet, ist das auf jeden Fall mal weg. Alles, was fahrrelevant ist, also sprich alles, was hier passiert, bleibt euch erhalten. Ihr könnt das Auto ganz normal weiter nutzen. Ihr habt hier dann ja eure Kilometer, euren Akkustand und ja, das, was relevant ist, das funktioniert hier weiter. Also das Auto bleibt fahrtüchtig, es fällt halt nur mehr oder weniger das Infodisplay dann aus. Ein weiterer Punkt, Thema Software, ist das Android Auto oder auch Apple CarPlay, dass das Auto einfach mal so seine Tage und Phasen hat, wo es partout nicht mit dem Telefon verbinden will. Dann kriegt ihr das Telefon nicht mit dem Auto verbunden, ist auch ein bisschen nervig. Ist jetzt allerdings auch nicht so oft vorgekommen. Aber es sind halt so Sachen, die wiederholen sich durchaus. Da würde ich auch sagen, alle 4 Wochen einmal passiert das halt. Oder mit dem Android-Auto, dann das habe ich auch 2-mal im Monat gehabt. Also, wobei ich das Auto auch täglich benutzt habe, muss ich dazu sagen. Also wirklich bei täglicher Nutzung, muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Ein allgemeines Problem, was ich bei E-Autos ja generell festgestellt habe, ist, ja gut, das Netz der Ladeinfrastrukturen, das ist katastrophal für mich auch, das K.O.-Kriterium, privat mir ein E-Auto zuzulegen. Denn es gibt für mich privat 2 Hürden, sage ich mal, die mich davon abhalten, ein E-Auto zu kaufen. Ich habe jetzt letztens an der Ladesäule gestanden und dachte, welches Auto nehme ich privat jetzt nach dem Enyaq, wenn ich jetzt ja ein privates Auto brauche. Und dann sah ich neben mir an der Ladesäule so einen kleinen Renault Twingo stehen und dachte, boah, wie süß, ein kleiner Renault Twingo für einen schmalen Taler, kleines E-Auto für kurze Arbeit. Wie gereicht der bestimmt dicker aus. Mensch, das Ding hat einen Listenpreis von 28.000 Euro. Förderung hin oder her. Ich meine, das ist ein 10.000 Euro Auto, wenn es hochkommt. Wie kann der für 30.000 Euro knapp da als, als Preis da in der Liste stehen? Also das sind so Sachen, die finde ich völlig absurd. Also wie gesagt, E-Autos sind in meinen Augen mindestens 10.000 bis 20.000 Euro zu teuer im Vergleich zu den Verbrennern. Und ja, ihr holt hinten raus möglicherweise so ein bisschen Kostenersparnis wieder rein. Wobei man dazu sagen muss, dass die holt ihr nur rein, wenn ihr zu Hause in eurem Stromnetz laden könnt und kriegt dann die Kilowattstunde für
30 Cent, vielleicht auch mal 40 Cent. Denn wenn ihr da draußen im Schnellladen unterwegs seid, dann sind das gerne mal 60 bis 90 Cent, die ihr dafür eine Kilowattstunde halt. Das ist das, was ich in meiner Zeit des Ladens jetzt hier auch so auf den Säulen gesehen habe. Jetzt kann man natürlich irgendwo diese Abos abschließen und das ist ja, ich habe eine Firmenladekarte, mein Chef wird da sicherlich Summe X bezahlen im Monat dafür, dass er auf diese Preise irgendwo noch Rabatte kriegt. Das ist aber alles ein bisschen verschachtelt, ein bisschen intransparent. Man macht sich von einem Anbieter abhängig und also richtig rund ist das alles noch nicht, muss man ganz klar dazu sagen. Also es ist zumindest noch sehr viel mit Basteln und mit Frickelei verbunden. Wenn ihr auf öffentliche Ladenetze angewiesen seid, dann muss ich dazu sagen, ist der Kostenvorteil beim Laden ja durchaus überschaubar, denn ich habe es auch gesehen, was in der Firma abgerechnet wird von den Ladekosten und ja, man mit dem E-Auto, der jetzt so viel attraktiver fährt. Statistisch gesehen kann ich euch dazu sagen, so Pi mal Daumen seid ihr mit dem E-Auto auf 100 Kilometer so, ja, ich sag mal, wenn ihr auf ein normales Ladennetz, also wenn ihr zu Hause laden könnt und bezahlt den Strom bei eurem Netzanbieter, dann seid ihr so bei, je nach Vertrag, 6 bis 8 Euro auf 100 Kilometern und wenn ihr einen Verbrenner habt, dann seid ihr in der Regel so bei 12, habe ich so beim Daumen mal rausgerechnet. Also rechnet aus oder guckt nach, wo ihr da selber steht. Also es ist eine gewisse Ersparnis, wobei man dazu sagen muss, für die Menschen, die jetzt normale Autonutzung haben und nicht Kilometer über Kilometer abreißen, muss man dazu sagen, fällt dieser Ladevorteil natürlich auch immer kleiner aus. Und wer natürlich jetzt eine große Solaranlage auf dem Dach hat und damit Überschussstrom in sein Auto speist und damit fahren kann und dann ladet ihr die Kilowattstunde dafür 7 Cent ins Auto rein, dann ist das eine andere Rechnung, dann macht das für euch vielleicht auch Sinn, muss man ganz klar dazu sagen. Aber deswegen, es ist beim E-Auto noch viel Puzzelei, viel Frickelei, man muss sein Benutzerprofil noch ziemlich ja, umstellen im Vergleich zu dem, was man vom Verbrenner so gewohnt hat. Und da muss man gucken, ob man da hinkommt oder nicht und jeder für sich im Zweifelsfalle selber einmal durchrechnen, wie viel Nutzen und Effektivität er aus dem E-Auto rausholt. Ich persönlich muss dazu sagen, was für mich ein K.O.-Kriterium war, ist einfach die Ladeinfrastruktur bei mir zu Hause vorm Ort und natürlich der erhöhte Listenpreis, wenn ich ein Auto kaufe, weil das für mich persönlich sind das zwei Dinge, die nicht schlüssig Hand in Hand gehen. Jetzt wurde politisch angekündigt, jede Tankstelle in Deutschland soll ja, das hat ja unser Bundeskanzler verkündet, soll ja irgendwann in den nächsten Jahren über eine Ladesäule verfügen und damit sähe die Welt schon wieder echt ein ganzes gutes Stück anders aus. Wobei, wenn jetzt die Tankstellen da homöopathisch da ein, zwei Säulen hinbauen, dann sind die mehr oder weniger wahrscheinlich auch immer belegt. Aber man weiß es halt nicht. Muss man halt abwarten, wie es ist. Wie gesagt, in der Ladeinfrastruktur, ihr werdet es auch im Rahmen meines Tages noch mitbekommen, man kommt oft so als letztes Auto an so eine Ladesäule da dran. Man hat dann Glück und denkt sich, was wäre jetzt gewesen? Ich wäre jetzt 10 Minuten später da gewesen und dann wäre noch ein anderes Auto an der Säule gestanden. Ist mir in meiner Zeit allerdings auch ehrlich gesagt nie passiert. Also ich bin nie auf die Nase gefallen, was das betrifft. Aber im Hinterkopf hat man es natürlich immer noch drin. Ja, zum Enyaq kurz und kompakt kann ich einmal so das kleine Enyaq-Fazit ziehen. Es ist ein tolles Auto, es ist hochwertig verarbeitet. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich habe hinten Sitzheizung. Dann habe ich noch so Sonnenblenden, die ich hochziehen kann. Also ihr seht, das ist alles Leder. Es ist schön optimiert, das Ganze. Ihr könnt die Rücksitze umklappen, übrigens nicht so ganz eben, sondern immer leicht angeschrägt. Aber so ist das auch von hinten. Also ihr seht das hier. Auch wer im Enyaq hinten sitzt, der muss auf nichts verzichten, was man vorne nicht auch hat. Also das ist schon eine ganz runde Sache, muss man dazu sagen. Das Auto selber, es macht Spaß und ich muss dazu sagen, im Vergleich zum Verbrenner, ich habe nichts vermisst in meiner Zeit, abseits von einer Tankstelle, blöd gesagt, weil Laden ist natürlich immer so ein Thema und wo wir beim Thema Laden sind, was auffällt, gut, die E-Autos, die kamen jetzt später, die Ladesäulen wurden nachträglich errichtet. Wenn ihr ein E-Auto habt, dann dürft ihr erfahrungsgemäß nicht so unbedingt lauffaul sein, denn wenn ihr irgendwo gerade autobahnnah ladet, die Ladesäulen sind meist immer schon ein paar hundert Meter von den Raststätten etc. entfernt. Also ihr müsst schon oft mal ein paar Meter laufen. Mir persönlich war das immer egal oder ich bin halt noch, was das betrifft, mobil genug in meinem Leben, dass mich das jetzt nicht einschränkt. Ist aber ein Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen da draußen eben auch mal relevant werden kann. Dass man, wenn man ein E-Auto hat, auch mal einen Meter mehr laufen muss irgendwo, wenn man denn laden möchte. Und oft sind die Ladesäulen halt ein bisschen abseits, aber ab und an hat man auch mal das Glück, dass die Ladesäulen mehr oder weniger neben den schwerbehinderten Parkplätzen eingerichtet werden und ihr habt einen Premium-Parkplatz. Ne? Wenn da nicht gerade ein Verbrenner draufsteht, was ich auch in meiner Zeit immer wieder gesehen habe, dass Verbrenner Ladesäulen blockieren, weil da irgendwelche Vollidioten unterwegs sind, die meinen, ich sehe nicht ein, dass das E-Auto hier jetzt einen extra Platz kriegt, ich stelle mich da einfach drauf. Und was diese Leute immer ein bisschen verkennen, ist halt, hey, ihr nehmt den Leuten nicht einen Parkplatz weg, ihr nehmt den Leuten eine Lademöglichkeit weg. Das wäre so für alle Verbrennerfahrer da draußen, als wenn ihr zur Tankstelle fahrt und vor jeder Säule steht ein E-Auto. Wo wollt
ihr also tanken. Das Thema hat sich dann erledigt. Damit müsst ihr das vergleichen. Es geht hier nicht ums Parkplatzschnorren. Es geht hier wirklich um die Möglichkeit, das Auto wieder aufzuladen und weiterzufahren. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Ich nehme euch einmal mit über meinen handydokumentierten Tag, den ich im Außendienst verbracht habe. Es war so eine Tour, ja, nach Frankfurt, nach Koblenz und zurück. Und ich muss dazu sagen, ich bitte zu entschuldigen. Ich habe im Nachgang festgestellt, dass mein Smartphone, wenn ich die Kamera von Front auf normale Kamera oder hinter rückseitige Kamera umstelle, habe ich festgestellt, dass dann immer so eine Sekunde Ton und Bild verloren gehen, also während des Umschaltens. Ich war der Meinung, er würde den Ton wahrscheinlich durchgehend aufzeichnen und dadurch wirkt das teilweise ein bisschen ruppig und abgehackt. Das bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen. Die Inhalte sind aber alle inhaltlich noch da, wo sie hingehören. Aber dadurch wirkt das jetzt halt ein bisschen ruppig stellenweise. Das bitte ich einmal zu entschuldigen. 95% Akku, 430 Kilometer Reichweite und meine heutige Reise führt mich vom wunderschönen Hille in Nordrhein-Westfalen, ja, zu, wie heißt der Ort, Seligenstadt in Hessen tatsächlich. Und das sind mal eben laut Navi 359 Kilometer. Kleiner Spoiler, auch wenn ich mehr Kilometer hier stehen habe, als ich fahren muss. Das wird nicht funktionieren, aber das Auto wird eine Ladepause einplanen, beziehungsweise er hat noch keine eingeplant. Das wird er aber im Laufe der Route für gewöhnlich automatisch tun. Ach so, und ich fahre natürlich mit Sitzheizung, weil ich bin ja so eine Frostbeule vor dem Herrn, was das betrifft. Und ich habe auch die Klimaautomatik an, auf angenehme, ja gut, 22 Grad, heute ist es nicht so warm, das muss nicht auf 23 stehen, sind wir mal geil. Ein bisschen mehr pro Nachhaltigkeit, was das betrifft. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Nur mal so zur Info, wie ist ein E-Auto im Stau? Da liest man ja auch die wildesten Sachen. Ich muss sagen, ich liebe es, mit dem E-Auto durch Stau oder das herfließende Verkehr zu fahren, denn wie jetzt, wenn man einfach steht, dann braucht das Auto mit Sitzheizung und mit normaler Heizung auf 22 Grad verbrauche ich 1,2 Kilowattstunden. Ja, also 1,2 Kilowatt die Stunde und ich habe einen 80 kW Akku unterm Hintern. Also jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, wie lange man einfach mit so einem E-Auto stehen könnte. Und der Vorteil ist, in diesem langsam zähfließenden Verkehr beispielsweise, spart man halt unglaublich viel Strom, weil auch der Durchschnittsverbrauch vom Auto natürlich runtergeht. Kurzes Update, ich habe jetzt noch, na, wann stellt das scharf? So, ich habe jetzt 18% Rest und ich habe noch so 119 Kilometer über. Also ihr seht, was ich von Anfang an angekündigt habe, ja, man wird mit den Kilometern, mit denen man am Anfang startet, nicht hinkommen. Jetzt springen wir einmal schön in mein Fahrzeug. Ich habe jetzt 252 Kilometer hinter mich gebracht und habe im Durchschnitt 20,6 Kilowattstunden verbraucht. Das ist erstmal so die Habenseite und ich hänge jetzt an der Ladesäule und mache das Auto richtig voll, denn ich bin immerhin gut vor der Zeit und werde am Ende des Tages auch nochmal laden müssen. Aber jetzt habt ihr zumindest mal einen ersten Vergleich, wie so ein E-Auto im Detail abläuft. In 3 Minuten von, wo waren wir? 18% auf 33. Verrückt, ne? Mit 11 kW die Minute. Das ist verdammt geil, denn das zeigt auch ungefähr so das, was bei den E-Autos verdammt geil sein kann. Denn wenn ihr mit einem möglichst leeren Akku eine Ladesäule fahrt, und das heißt unter 20%, dann kriegt ihr in der Regel auch eine ordentlich schnelle Ladung ins Auto. Wobei ich jetzt hier an einer ENBW 300 kW Säule hänge und der Enyaq kann, glaube ich, 125 Kilowatt die Stunde laden. Und naja gut, er lädt jetzt hier mit 11 Kilometern pro Minute. Das ist schon nicht der schlechteste Wert. Dieser wird allerdings im Laufe der Zeit, ihr seht es jetzt schon, immer langsamer werden. Und das ist auch so der Punkt, den ich einfach ein bisschen schade finde bei den E-Autos, denn das, oder was heißt schade finde, ihr müsst in der Planung immer berücksichtigen. Also ich bin ja jetzt losgefahren mit 317 Kilometern und jetzt seht ihr es, gut, ich meine, den Ladestopp hat jetzt das Auto geplant in seiner Routenplanung mit dem bordeigenen Navi-System. Ich hätte ja noch 70 Kilometer über gehabt. Also ich sag mal, 50 Kilometer davon hätte ich auch echt noch fahren können. Das hätte durchaus funktioniert und das hätte auch hingehauen. Also sind wir mal ganz realistisch. Ich hätte hier jetzt zwangsläufig nicht stoppen sollen. Allerdings, wenn das Auto schon sagt, hier ist die optimale Ladesäule für meine Route, wer wäre ich dann zu sagen, ja, ist mir egal, ich fange an rumzusuchen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der funktioniert sehr gut. Ich bin jetzt auch an einer EMBW Schnellladesäule, wobei ich auch dazu sagen muss, umso mehr E-Autos es werden, wie bei mir jetzt. Ich bin jetzt hier als zweites an die Säule gekommen, 4 Ladeplätze gibt es hier und jetzt ist ein vierter hier, das sind alle 4 belegt. 5 Minuten nachdem ich angekommen bin, alle 4 Ladesäulen sind hier belegt. Das heißt, wenn jetzt ein fünftes Auto kommen sollte,
Muss er warten, bis irgendeiner von uns vorher hier runtergeht. Und das ist einfach so ein Punkt, das Ladenetz von der E-Mobilität, das ist das, was ich persönlich auch so als absolute Schwäche erkannt habe. Für mich persönlich, das ist einfach bei uns in Deutschland noch recht katastrophal. Und ich bin jetzt direkt von der Autobahn runter. Also ich bin jetzt kein Kilometer von der Autobahn runtergefahren. Also es waren jetzt, glaube ich, 600 Meter und hier ist eine Ladesäule. Das gilt wohl noch als autobahnnah, aber hat ja jetzt funktioniert. Ein Vierter ist jetzt nicht in Sicht. Also, aber die Rechnungen werden halt immer knapper und das ein oder andere Mal, gerade wenn ihr in Großstädten unterwegs seid, bei mir ist das mal so Hannover, Osnabrück beispielsweise, da sucht ihr auch gerne mal die zweite oder dritte Ladesäule, bevor sie wirklich frei ist oder so frei ist, dass ihr euer Auto dahin bekommt. Denn ich habe ja mit dem Enyaq jetzt hier einen größeren Vertreter der E-Mobilität, muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Und in dem Zuge sage ich euch auch ganz ehrlich, wenn einer, ihr habt so eine Ladesäule an der Straße, wo ihr euer eigenes Kabel reinsteckt. Und dann sind das so zwei markierte Flächen. In den Großstädten sind ja die Ordnungshüter da sehr, sehr penibel, was die Parkflächen betrifft. Und euer einem Mensch, der an dieser Ladesäule steht, hat ein großes Auto und blockiert schon ein Drittel Parkplatz. Und ihr würdet jetzt anderthalb oder eine halbe Wagenlänge über diesem Parkplatz stehen. Ich garantiere euch, in Großstädten habt ihr ein Knöllchen am Auto nach der Nummer. Und dadurch fahrt ihr dann zwangsläufig gerne mal eine neue Säule an, was eigentlich nicht erforderlich wäre. Aber das ist halt so allgemeine E-Ladenetz in Deutschland. Dazu komme ich später nochmal. 81% Ladezeit. Und wir haben jetzt 10.57 Uhr. Ich habe von 18 bis 81% exakt 30 Minuten Ladezeit gebraucht. Und wir müssen dazu sagen, er lädt jetzt noch mit 6 Kilometern pro Minute, die er jetzt noch reinladen möchte, weil wir sind jetzt bei 82% und hinten raus wird das Laden halt immer langsamer. Da ich allerdings sensationell gut vor der Zeit bin, was meinen Kundentermin betrifft, gönne ich mir jetzt den Luxus, hier bis 100% zu laden und dann weiterzufahren, denn damit verkürzt sich natürlich mein zweiter Ladestopp, wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, wenn man es rein zeittechnisch rechnet und nicht Zeitpuffer für Kundentermine eingeplant hat. Ich meine, ich hasse das immer, wenn man einen Kunden warten lässt und zu spät kommt, deswegen plane ich immer Pufferzeiten ein für Kundentermine, damit man beim Kunden auch entspannt ankommt und Zeit hat und nicht gleich abgehetzt beim Kunden erscheint. Und deswegen plane ich da mal ein bisschen Luft ein und diese Luft, wenn ich sie habe, jetzt gerade mit dem Firmen-E-Wagen, kann ich halt an der Ladesäule dann ganz gut überbrücken, muss man ja auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Und klar, einfacher wäre es natürlich, würde jetzt, ich habe eine halbe Stunde geladen oder man reicht ja auch dann 70%, wo er noch halbwegs schnell lädt und dann fährt man weiter und macht noch einen Ladestopp, wo man dann wieder 10, 15 Minuten steht und dann weiterfährt. Das wird natürlich auch funktionieren. Ich persönlich mag das halt lieber dann einmal lange zu laden, wenn die Zeit es zulässt und danach halt entspannt durch den Tag zu fahren. Aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen, was er da am besten findet, muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Kleine Ergänzung zu meinem Ladestopp. Ich muss dazu sagen, natürlich, wie bei jedem, seht das, er lädt jetzt noch 200 Kilometer pro Stunde. Das wären dann 2 Kilometer quasi statt der, was waren es am Anfang, 10, die er laden könnte. Also immer langsamer, zum Ende weiß man das auch. Und das sind so Sachen, wann lädt man das Auto mal auf 100%? Das macht im Grunde ja nur dann Sinn, wenn ihr, wie jetzt bei mir, ihr noch einige Kilometer vor euch habt und die sofort wieder raus sind und noch dazu die Zeit halt eben passt. Von der Routenplanung natürlich, darf man auch nicht vergessen. Und insgesamt bin ich jetzt 40 Minuten am Laden gewesen. Wie gesagt, 30 hätten ausgereicht, wenn ich jetzt unter Termindruck gekommen wäre von meiner Routenplanung. Jetzt habe ich halt noch, ja, 15 Minuten sagt das Auto vor mir. Das haut auch dann ungefähr hin. Das heißt, ja, mehr oder weniger doppelte Ladezeit. Ich lade jetzt hier eine Stunde so knapp unterm Strich und dann ist das halt so. Wobei man mit einer halben Stunde eben hingekommen wäre, wenn man dann am Ende wieder sagt, ich brauche halt noch einen Ladestopp mit ein. Und das ist halt eben das, was man für sich selber entscheiden muss. Ich würde das nicht mal als Kritikpunkt sehen, das ist einfach, ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt und man weiß ja auch, dass es hinten raus dann langsamer wird. Denn wenn er hier weiterhin mit 125 kW den Akku vollballert, ja, wie lange hält so ein Akku dann, ne? Das kennt man ja so ein bisschen vom Handy tatsächlich. Einen Kundentermin später bin ich jetzt, ja, mit meinem ersten Termin durch. Ich habe jetzt übrigens 71% und 277 Kilometer Restlaufzeit auf meiner Route und ich fahre jetzt schon mal, ja, zur Schnellladesäule in der Nähe vom Hotel, wo ich heute nächtigen werde und dort
sagt er, sind das 124 Kilometer, also sprich, ich bräuchte jetzt keinen Ladestopp mehr einbauen, werde diesen aber einbauen, damit ich halt nach meinem Schulungstermin, das ist eine Schulung, die ich morgen haben werde und die geht von 9 bis 17 Uhr und dann noch Rückfahrt, das wird ein langer, langer Tag, deswegen halte ich es für eine gute Idee, vorher das Auto vollgeladen zu haben, um auf dem Rückweg halt entweder nur einen kurzen Ladestopp einzulegen oder eventuell auch ohne Ladestopp durchzukommen, denn ich muss sagen, da ich jetzt über Frankfurt hinfahre, und jetzt geht das ja Richtung Koblenz, habe ich einen Rückweg von den Kilometern gar nicht auf dem Schirm, wie viel das tatsächlich sind, aber ein volles Auto wird da sicherlich nicht schaden. Aber ich gebe euch gleich nochmal ein Update. So, kleines Update. Ich bin jetzt 450 Meter vom Hotel entfernt an einer Schnellladesäule von INBW, die so unfassbar schnell geladen hat mit ihren 150 Kilowatt die Stunde, die sie laden kann, dass sie mein Auto mit sagenhaften 75 Kilowatt pro Stunde versorgt hat und ich stehe jetzt hier ziemlich genau 56 Minuten an der Ladesäule und jetzt ist mein Auto voll und ich habe geladen von 38 bis 100% und ich bin ja anfangs auch schon angefangen mit 7 kW und ja, das war halt nicht so das Schnellste. Jetzt können wir allerdings, dadurch, dass ich heute so am Ende des Tages angekommen bin, was die Fahrerei betrifft, ich habe jetzt natürlich diese Ladestunde noch gut genutzt, um hier per, hier Office im Auto einmal noch mit Kunden zu telefonieren, Aufträge zu erfassen, sowas halt, was man halt so macht, nochmal durch die E-Mails gucken und also gucken, was im Unternehmen so los ist. Sowas halt. Und jetzt sehen wir übrigens mal als Tagesbilanz. Ich bin 494 Kilometer gefahren, habe 5 Stunden dafür investiert. Durchschnittlich bin ich auf 100 Stundenkilometer gekommen, mehr waren es gar nicht. Und mein Verbrauch liegt bei 20 Kilowattstunden. Das heißt, 100 Kilometer, 20 kW, das ist das, was man auf, ja, planen muss, wenn man mit dem Enyaq unterwegs ist. Ich finde das immer brutal viel, weil ich weiß, dass ein Tesla da gerne mal bei 12 rauskommt, Model 3 und Model Y. Das ist ja gerade so bei dem, was ich heute gefahren bin, da keine Seltenheit. Jetzt sagen, ich hatte das tolle E-Auto-Gespräch auch mit meinem Kunden vorhin gehabt, der gesagt hat, er hat einen Opel Mokka als E-Auto da von seinem Arbeitgeber gestellt bekommen und in dem Zuge sagt er, die 20 kW sind ein super Wert, also vielleicht ist VW da, ich meine, der Enyaq ist ja in den Top-Listen immer in den Top 5 Autos dabei und ich frage mich immer, warum, aber dann scheinen viele andere Autos halt ein bisschen katastrophaler unterwegs zu sein. So, das war mein Update für den heutigen Tag und ich springe jetzt in den morgigen Tag rein und ich bin gespannt, wie ich aussehen werde, wenn ich von 9 bis 17 Uhr so schön in im Seminar gesessen habe und dann noch ich glaube, es werden 3,5 Stunden Rückfahrt vor mir habe. Also ich bin gespannt, wie begeistert ich hier mit dem nächsten Schnitt in die Kamera gucke. Liebes Tagebuch, nein, wir kommen bei Tag 2 meiner weiteren Tour von Hörgrenzhausen hieß das Ganze so, war ein schönes Seminar und der Seminarleiter hat eine Stunde früher Feierabend gemacht, so dass wir alle ein bisschen früher zu Hause wieder ankommen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 14 Kilometer von zu Hause entfernt, denn ich muss für meine morgige Tour noch laden, ich morgen A zur Arbeit komme und B zu meinem Kunden morgen komme und ich drehe einmal, ich habe jetzt noch 5% mit 17 Kilometern, ja. Und ich habe auf der ganzen Tour, ich bin jetzt 305 Kilometer gefahren, ihr wisst ja, ich bin mit 100% losgefahren, habe 3 Stunden 40 Minuten mit der Fahrt verbracht, im Durchschnitt 95 Stundenkilometer tatsächlich nur verfahren, 20,7 Kilowatt auf 100 Kilometer habe ich verbraucht und ja, ihr seht, das hat durchaus funktioniert. Also wenn ihr wissen wollt, wie weit ihr mit dem Enyaq, dem IV80, das ist ja der, den ich hier als Firmenwagen habe, kommt, verraten, 300 Kilometer kriegt ihr hin. Wobei ich dazu sagen muss, es war Stau, es war Starkregen, es war ein Sauwetter und Thema Aquaplaning, fehlender Reibungswiderstand auf der Straße spart natürlich auch Strom und Sprit. Nein, Spaß beiseite, war wirklich nicht so lustig, die Rückfahrt. Und um meinen Verbrennervergleich zu ziehen, mein Arbeitskollege, der auch bei diesem Seminar war, ist mit einem Bulli gefahren, also ist nachgekommen, weil ich den Termin ja vorher hatte gestern und er nicht. Und dadurch ist er halt später angereist und wir haben einmal den Verbrennervergleich mit einem Diesel T5, sollte das sein, und dem Enyaq, dem E-Auto. Und ich bin tatsächlich schneller als er jetzt gefahren. Wobei ich dazu sagen muss, spätestens wenn ich jetzt lade und nach Hause fahre, sind wir wahrscheinlich zeitlich so patt. Also vielleicht holt ihr noch 10 Minuten raus auf dem letzten Meter, aber
Er muss da aber auch eine Pause machen, muss man ganz klar dazu sagen. Er hat gesagt, nach den Baustellen, dem Starkregen, war er so fertig, das war so anstrengend zu fahren. Ja, das war eine mega anstrengende Fahrt, kann ich nicht von Hand weisen. Dass er nochmal eine kurze Pause eingebaut hat, nur so 10 Minuten gerade mal sich hingesetzt hat. Und dadurch kann man jetzt mal dazu sagen, ja, die Zeit hätte man als Ladestopp nutzen können. Ich bin sie jetzt durchgefahren, weil ja aufgrund der Staus und dieses herfließenden Verkehrs und der starken Regens, wo es eh nicht schneller ging, bin ich ja vergleichsweise sparsam unterwegs gewesen, wobei trotzdem wieder 20 kW hier jetzt stehen auf 100 Kilometern. Also ich kann es halt nicht ändern. Das ist halt so der Verbrauch, den man einplanen muss. Kurzer, kleiner, ergänzender Punkt zum Thema Laden. Ich bin jetzt an der 300 kW Ladesäule. Wir sehen, der Enyaq lädt mit 14 Kilometern pro Minute. Also das ist wirklich Schnellladen. Das kann man nicht anders bezeichnen. Kleiner Sprung in die Enyaq eigene App und ihr seht, er lädt mit 156,5 Kilowatt, die hier jetzt an Strom reingehen. Also sprich diese 125, von denen ich anfange, die ich mal erwähnt hatte, die scheinen update-mäßig jetzt auch behoben zu sein. Der Enyaq kann scheinbar schneller laden. Also würde ich dazu sagen, ich lade jetzt hier nochmal so ein bisschen und dann hören wir uns gleich nochmal. Nicht ganz aufgegessen. Ich habe jetzt meine Pause eingebaut beim Werrepark bei Dönhausen. Also wer es kennt, ist kann man den empfehlen? Also ja, komm, schlecht ist er nicht, aber ja, keine Ahnung, irgendwie wer so darauf steht, ist nicht die schlechteste Adresse, um mal ein bisschen shoppen zu gehen oder sich mal umzugucken, was es so gibt. In diesem Zuge habe ich noch 4 Winkel gekauft, gerade beim Obi Baumarkt. Entschuldigung, wollen hier keine Werbung machen. So, und die werde ich in meinem Heimkino verbauen, denn meine neuen Lautsprecher hinten brauchen ja eine etwas massivere Konstruktion, als es die Yamos hinten, die D600, haben tatsächlich. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich das Video hochlade. Die kommen wahrscheinlich fast parallel oder im gleichen Monat oder eine Woche auseinander oder so, dieses Video und das meiner neuen Lautsprecher, die ich ja vorstellen werde. Und in dem Zuge, wer es nicht verpassen möchte, Abo und Glocke sind das Mittel eurer Wahl, um bei mir nichts mehr zu verpassen, wäre an dieser Stelle auch einmal eingeworfen. Und jetzt war ich beim Obi gerade drin und habe gedacht, ich könnte jetzt hier noch so ein Bier, so, die ich noch im Gepäck habe. Und ihr seht, ich habe noch 2 über. Ich habe es nicht ganz geschafft, weil das Auto ist jetzt bei 82%. Also ich habe jetzt vergessen hier, was heißt vergessen? Normalerweise kriege ich auf mein Handy immer die Mitteilung, wenn ich einen Ladevorgang gestartet habe. Den habe ich jetzt noch nicht. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie lange ich hier jetzt gestanden habe. Aber ich war nur einmal im Werrepark drin, habe die Winkel geholt, bin wieder raus, mich ans Auto gesetzt, hier so ein paar Grisinis gegessen. Also mal da drauf, ich habe jetzt 20 Minuten geladen, vielleicht 25 Minuten. Also eine halbe Stunde stehe ich hier definitiv noch nicht. Aber gut, ich bin jetzt bei 83%. Ich breche jetzt den Ladevorgang ab und das wäre so mein Tag mit dem E-Auto aus der Nutzersicht. Was wäre die bessere Möglichkeit, euch so ein bisschen das Fazit vom Enyaq zu vermitteln, als es einfach beim Fahren zu machen? Also ich habe jetzt einen Kameramenschen, der die Kamera hält und werde während der Fahrt auch mehr nach vorne gucken natürlich, weil das macht ja Sinn. Wobei ich dazu sagen muss, fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Also der Enyaq hat ja diesen selbstfahrenden Assistenten, der tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Also alle 20 Sekunden macht ihr mal das Lenkrad wieder ein bisschen dran rumwackeln, sodass ihr noch da seid. Ihr seht das vielleicht auch am Lenkrad, das bewegt sich jetzt tatsächlich in der Kurvenfahrt ein bisschen. Jetzt sagt er, ich soll es einmal nehmen, aber ihr seht, das macht er jetzt hier tatsächlich. Er lenkt halt alleine, hält die Spur, fährt schön mittig. Das ist eine Sache, die funktioniert schon tatsächlich sehr gut und er schafft auch teilweise undankbare Kurven auch schon ganz gut, muss man dazu sagen. Und das ist schon mal zu den positiven Dingen. Zu den negativen Dingen beim Enyaq. Ich meine, er wiegt 2,2 Tonnen und die 20 Kilowattstunden, die er ja verbraucht, die 20 kW auf 100 Kilometer, das habt ihr ja jetzt miterlebt an meinem Tag. Ich persönlich finde es ein bisschen viel, aber es ist halt ein SUV. Also Skoda hat ja damals gesagt, wir bauen hier ein E-Auto, was nicht nach E-Auto aussieht. Und das hat man halt sehr konsequent gemacht. Und dadurch ist die Aerodynamik halt nun mal nicht die beste. Zeigt aber halt auch, wie verschwenderisch gerade Verbrenner auch gebaut werden heutzutage. Muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Ja, was bleibt denn noch so festzuhalten? Was ich bei mir einfach schade finde, warum ich privat jetzt nach dem Enyaq auch einen Verbrenner wieder genommen habe, ist tatsächlich der Umstand, dass mich das mit der Ladeinfrastruktur nervt. Denn wenn man weitere Autobahnfahrten macht, dann kann man mal ganz klar dazu sagen,
es ist schon in der Regel gut, auch das Auto planen, Ladestopp mit einer. Damit bin ich nie auf die Nase gefallen, muss ich dazu sagen. Ich fühle mich immer noch ein bisschen unwohl, ja, so ein bisschen dem Auto ausgeliefert zu sein, ob man dann immer eine vernünftige Ladesäule bekommt oder wenn man dann irgendwie so den letzten Platz bekommt von den Ladesäulen, dann fühlt sich das schon irgendwie mal ein bisschen blöd an, muss ich dazu sagen. Und das hat aber immer funktioniert. Also ich bin da nie aufgelaufen, was das betrifft. Wo ich mal aufgelaufen bin, was ich auch gesagt habe, seid ihr in der Großstadt unterwegs und die Ladesäulen sind nicht so frei oder verfügbar oder ihr habt mal eine Ladesäule, wo ihr unterwegs seid, so eine blöde 11 kW langsame Säule und dann steht ein Verbrenner drauf und ihr habt weit und breit keinen in der Nähe, nervt halt sowas. Das ist echt Mist, muss man ganz klar dazu sagen. Und bei mir ist das Problem, da ich ja bei mir im Ort, ich kann es ja mal so sagen, gebt mal bei euch ein hier, 32479 Hille. Das ist der Ort, wo ich so lebe. Und beim Weetz in Hille, könnt ihr mal eingeben, einfach mal bei Maps gucken oder in BW-Ladesäulen, wo auch immer, mal gucken, wo die nächste Ladesäule ist. Das ist das, wo ich zuletzt mein Büro hatte, das war ja die Außenstelle von meinem Arbeitgeber. Und da ist nirgendwo eine Ladesäule drumherum. Ich konnte nirgendwo vernünftig laden. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte laden können, wäre tatsächlich gewesen bei mir beim Einkaufen in Hartum, wäre das bei mir gewesen. Da ist so eine 11 kW Säule von einer Gemeinde, wo ich das Auto dranhängen kann und da kommt der Knaller. An dieser Ladesäule, habe ich auch noch nie gesehen, weder davor noch danach, steht ein Schild. Hier darf man nur stehen, während man ein E-Auto lädt, nur mit Parkscheibe und auch nur für 2 Stunden. Wo ich denke, Leute, wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Das heißt, da könnt ihr maximal 22 kW laden, wenn ihr da noch 2 Stunden totschlagt. Wo wollt ihr denn 2 Stunden da totschlagen? Da ist nichts in der Gegend. Und ja, das ist halt mit dem Ladenetz einfach eine völlige Katastrophe. Und wenn man dann wieder unterwegs ist, wer fährt denn extra 10, 12, 15 Kilometer nur, um das Auto zu laden, um es dann irgendwo eine Stunde hinzustellen, wo es nicht ganz bescheuert ist? Und das ist einfach eine Sache, die mich megamäßig genervt hat und auch immer noch nervt, muss ich ganz klar dazu sagen. Das ist für mich einfach, das Ladenetz ist einfach eine Katastrophe, wenn ihr nicht zu Hause laden könnt. Muss man ganz klar dazu sagen, bei mir, klar, ist es ein Firmenwagen, ich habe eine Ladekarte, warum soll ich das Ding zu Hause an eine Steckdose hängen? Da könnte ich es ja an einer normalen Steckdose mit 2,2 Kilowattstunden, regelt die Steckdose ja runter, wenn man sie dauerbelastet, könnte man ja ein bisschen laden, wenn es das private Auto wäre. Und damit könnte man sich noch arrangieren und kriegt also seine Tagesfahrten sicherlich mit zusammen. Ist natürlich jetzt so ein Kritikpunkt des Ladenetzes, der jetzt für mich gilt, als ja, Firmenwagen-Ladekarteninhaber, muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Also ein sehr subjektiver Kritikpunkt, gebe ich offen und ehrlich zu. Was ich wiederum dann toll finde, klar, der Enyaq erfährt sich toll. Man merkt auch gerade vom Interieur, guckt euch das hier mal an, das Vernähte mit dem Leder, das sieht schon verdammt geil aus. Den Staub bitte etwas ignorieren, falls er sich irgendwo mal niederschlagen sollte auf der Kamera. Oder klar, die Finger, die sich auf dem Touchdisplay dann wiederfinden, das ist halt alles ein bisschen Mist. Und der Vorteil ist natürlich, ja, dieser Fahrassistent, das macht schon Spaß. Ihr seht das, ich kann hier reden während der Fahrt. Man kann sehr unaufmerksam Auto fahren, das System passt ein bisschen mit auf. Soll jetzt keine Einladung sein. Und klar, was beim E-Auto halt besonders viel Spaß macht, die Fahreigenschaften. Ich meine, der Enyaq hat, ich meine, 210 PS müssten es sein als E-Motor, hat den vollen Drehmoment ab Sekunde 1, keine durchdrehenden Räder, ihr kriegt die Leistung voll 1:1 umgesetzt und ja, Beschleunigung, jeder, der mal ein E-Auto gefahren hat, selbst so ein kleiner Smart oder was auch immer, die gehen ab wie Schmitzkatze, die Dinger. Also das ist schon verdammt geil, das macht auch Spaß und da sehe ich durchaus, ja, Kritikpunkte in irgendwelchen Fahreigenschaften kann ich tatsächlich beim E-Auto nicht teilen. Es macht Spaß, es ist ein schönes, hochwertiges Auto, wobei es natürlich auch immer noch ein teures Vergnügen ist. Ich finde die E-Autos immer noch, ja, im Schnitt 10.000 Euro, teilweise auch 20.000 Euro pro Modell zu teuer, wenn ich das so aus meiner Perspektive so wahrnehme. Aber die Autoindustrie hat sich halt ein bisschen der Realwirtschaft entkoppelt. Kann man nun mal nicht anders festhalten. Und ich würde sagen, ja, das war mein Tag mit dem Enyaq. Ich hoffe, ihr habt so ein paar, ja, Erfahrungen oder Eindrücke mitgewinnen können, wie ich das Ganze eingeschätzt habe. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was auf meinem Kanal sonst so los ist, mehr Richtung Heimkino und Balkonspeicher, zukünftig natürlich, muss ich auch ganz klar dazu sagen, dann Abo und Glocke dalassen oder Abo mitnehmen, Glocke aktivieren, so rum ist es richtig. Während des Autofahrens reden ist doch nicht so einfach, stelle ich immer wieder fest. Also wenn ihr noch Fragen habt zum Enyaq, die offen sind, also dieses Auto habe ich jetzt 1,5 Jahre gefahren und ja, ausreichend gefahren. Ich denke, ich kann mir eine Meinung erlauben, was positiv, was negativ ist. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich danke, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, dass ihr diesem Video eine Chance gegeben habt und freue mich, wenn ich euch auch zukünftig wieder auf meinem Kanal Grimms Heimkino begrüßen darf.